Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um eure Neugierde zu stillen, wie das mit dem kleinen Jungen weitergeht in Ostoi. Wie heißt das Kaff? Ostoja? Moment, ich muss gehen mal in Twitter. Ostoja. Die letzte Folge ist ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, das stört euch nicht. Und deswegen machen wir jetzt hier eine neue. Reiten nach Ostoja, gucken, was wir mit diesem Kind da machen müssen. Und dann werden wir weiterreiten nach Piastovia. Ich hoffe, dass unser Holzfäller das noch hinkriegt, um Brennholz zu hacken. Sonst haben die da echt ein Problem und die Leute werden alle sauer. Wir müssen erstmal dieses weitermachen. Ja, das ist. Oh, Bison, den will ich. Bison, den will ich nicht unbedingt jetzt bei mir haben. Weil die Wege sind jetzt im Moment auch hier mit dem Eselchen sehr weit. Wir haben noch kein Pferd. Das wollte ich auch noch holen. Ich hoffe, dass ich das in diesem Video noch schaffen kann. Von der Zeit her, aber wir werden sehen. Ja, ich freue mich natürlich, dass ihr da seid und wünsche euch ja ein schönes Filmvergnügen. Ich denke, Kaffee, Tee oder sonst irgendwas habt ihr euch geholt. Dann viel Spaß beim Schauen. So, da sind wir im Dorf. Und wo war dieser komische Junge? Der war, glaube ich, hier. Da ist er, ja. Der sitzt dann noch in seinem Fass. Was möchte er denn diesmal? Wie geht's dir, junger Mann? Im Vergleich zur großen Stadt scheint Oxbow relativ friedlich zu sein. Ich bin lange umgeirrt, bevor ich dieses Dorf fand. Ich bin sicher, dass ich hier endlich in Sicherheit bin. Die Leute hier haben angeboten, mir zu helfen. Aber sie fragen sich, was sie mit mir anfangen sollen. Bist du alleine hergekommen? Was hast du hier? Oder wie hast du überlebt? Ich habe noch nie eine Familie, also bin ich in einem Wagentross mit den Händlern mitgereist. Ich bin klein, da störe ich niemanden. Du bist ein tapferer Junge, du hättest keinen ruhigeren neuen Ort aussuchen können. Ah, okay. I have to go now. Hä, ich sollte doch hier hin? Was soll denn der Mist? Sieh nach, wie es Yannick bei... Hä? Ach so, na gut. Du bist es. Bist du auch hier, um mich auszulachen? Es bringt nichts. Ein Witz. Die Witze machen mir nichts mehr aus. Was meinst du? Ich bin hier, um zu sehen, wie es um Yannick steht. Es gibt kein Yannick mehr. Dieser Betrüger hat sich mit meinem liebsten Kessel davon gemacht. Wie konnte ich so einfältig sein? Ich bin seinem Charme verfallen. Dabei wusste ich doch von Anfang an, dass er etwas mit ihm ungewöhnlich war. Was stimmt mit ihm nicht? Ein Dieb? Das ist unerwartet. Vielleicht wollte er lernen. Naja. Er war einfach ein Lügner, der mich in die Irre geführt hat. Das war kein gewöhnlicher Junge. Er muss viel älter gewesen sein. Nur nicht gerade mit Größe und erwachsenen Gesichtszügen gesegnet. Das würde er erklären, warum er so beredet und klug war. Ich wollte dich überraschen. Ich frage mich, was er geplant hatte. Das ist wirklich seltsam. Ich habe sein Alter nie in Frage gestellt. Wenn das so ist, hat man uns beide überlistet. Mir ist aufgefallen, dass er viel älter war.
Yannick hat sein wahres Gesicht erst nach einer Weile gezeigt. Er hat sich immer in der Nähe eines Kessels rumgedrückt. Jetzt sind wir beide weg. Alles, was er zurückgelassen hat, sind ein paar Fläschchen Kräuter und anderen Müll. Du kannst alles haben, wenn du willst. Er hat mir viel Ärger gemacht, aber wenigstens hatte ich eine Weile lang etwas Gesellschaft als sonst. Fühl dich nicht schlecht. Er hat uns alle hinters Licht geführt. Es hätte schlimmer ausgehen können. Sei das nächste Mal vorsichtiger. Ja, türkische Tonfässchen und ja, das ist ja natürlich ein Ding für sich. Aber so ähnlich hatten wir uns das ja auch schon gedacht, ne? Mein Brennholz zappelt da gerade zwischen 19 und 60 hin und her. So, dann werden wir mal nach Piastovia reiten. Ich glaube, da gibt's. Ach, da gibt's. Klar, da gibt's auch Pferde in Piastovia. Ich wollte eigentlich nicht ins Haus. Da gibt's auch Pferde. Nein, da wollte ich auch nicht hin. Da komme ich nicht raus. Da komme ich raus. So. So, ach ja, ich wollte mal eben den Wegweiser setzen. Meter in die Richtung. Let's go. Das machen wir doch glatt. Ein Hase. Es wird schon dunkel. Ich hoffe, dass wir da vor Marktschluss noch ankommen. Sonst müssen wir wieder einen Tag warten. Da sind wir ja gleich schon im Piastovia. Ja, das ging ja jetzt recht schnell. Dann könnte der Markt doch noch aufhaben, auch wenn es schon ein bisschen dunkel ist. Aber das werden wir gleich sehen. 24 mal Brennholz fällt uns noch. Ich werde von hier jetzt aber auch keine Quests mitnehmen. Ach, das ist ja doof. So, was mussten wir denn hier überhaupt machen? Das Tagebuch. Eine Kleinigkeit. Ach ja, Lavendel. Ah, der rannt ja doch da gerade noch rum mit seinem Lavendelhonig. How are you? Zeig mir mal deine Ware. Ah, Lavendelhonig wollte sie haben.
Geld, kein Geld mehr. Price is so low, you don't need. Have a nice day. Ja. Our king will go down in. How do you do? Zeig mal deine Ware, dankeschön. Du kannst von mir noch ein Bronzenmesser kriegen. Fünf Fackeln. Fischspeerer. Den nicht, den auch nicht. Die Holzbecher. Für eine Kneipe kann man die immer wieder benutzen. Holzbolzen. Holzlöffel zum Rummelrühren. Ja, wird's auch kriegen. Die brauche ich alles so sechs Stück. Jetzt hast du noch 90. Hab ich mir gedacht, was kann ich denn hier mitnehmen? Gar nichts, ne? Ja. Best goods in the realm. Aber ich hab was vergessen, so ein Mist. Egal. Goodbye. Goodbye. Dann haben wir da noch einen, in der Richtung. The weather is about to change. Zeig mir mal deine Ware. Was habe ich für dich noch? Kupferbolzen. So, wie viel haben wir? Ja, das sollte. Wow, dann gehen wir jetzt mal hier vorne hin, dann können wir auch gleich erwachsene Pferde holen. Einmal kaufen. Stall. Und natürlich den Hengst dazu. Wunderbar. Dann haben wir das, jetzt gehen wir da eben zur anderen Seite. Schon wieder kein Futter mehr. Oh, boah, es wird Zeit, dass wir zurückgehen. I love it when it's busy. Jetzt holen wir uns noch ein paar Leute. Ich hoffe, dass wir hier genug haben. Denn in der Astoria habe ich das gerade vergessen. Wir müssen ja mindestens 6 haben. So, 3 Frauen, 3 Männer. Ein paar sitzen hier rum. Gucken. Du bist 29. Okay. Und 2 Männer. Oh, it's you again. 21. See you around. Hello there. Du bist auch 29. Okay. I don't get why some people don't like the smell of fish. I eat them all the time. How are you? Give me a fish line and I'll give that a try. Das sind schon mal 2. Jagen, Diplomatie und Produktion. Brauche noch einen Jäger. Nee, warte mal. Mach ich das denn? Jagen und Diplomatie und Produktion, Gewinnung und Landwirtschaft hat so eine 1.
Warte ich erstmal einen Moment. Ach, der ist das 2. Oh. Ich dachte. Da ist er. Landwirtschaft 3. Er kann erst mal hier die Pferde hüten. Du bist MK. So, dann hätten wir das schon mal. Ja, ist ja gut, gehen wir da aus dem Weg, dann passt das. Dann haben wir dich noch. Dann bist du 20. Und du bist 21, gut. How can I help you? I'm pretty sure there was something about food and... In Golf, was kannst du denn? Jagen, Landwirtschaft, Diplo, Überleben und Produktion. Jagen, Landwirtschaft, Diplo, Überleben. Quatsch. So, dann haben wir auch den Wasserträger. Und jetzt haben wir noch eine da sitzen, die nehmen wir auch mit. How is life treating you? Du bist 28. Oh, du bist schon ein bisschen älter. Na ja, komm so mal mit. Dann suche ich dir noch einen Mann. Ach, Gift brauchte ich noch. So ein Shit. Da wollte ich hin. Das Überleben ist eine 3, okay. So, und wir müssen noch mal zusehen, dass wir Gift irgendwo herkriegen. Aber wir haben jetzt Tollkirschen. Egal, wir reiten jetzt erstmal zurück. Wir haben da noch eine ganze Menge zu tun. Tierfutter ist auch schon wieder alle. Ah, das heißt, ich darf gleich wieder ein bisschen ohne euch weitermachen. Let's go! Und
Oder ich mache noch heute ausnahmsweise mal eine vierte, weil das wieder so viel ist. Ich glaube, das mache ich auch. Mache ich heute eine vierte Folge. Ich glaube, euch stört das nicht, wenn ihr eine mehr guckt. Gehe ich mal von aus. Reiten wir noch mal eben nach Skauki. Und gucken, ob da noch ein junger Herr sitzt für unsere Dame. So, die Pferche, die können wir noch mal anderes Mal machen. Irgendwann sind ja auch mal unsere Kinder und... Aber das dauert ja noch ein paar Jahre. Müssen wir halt immer Leute haben. Oh, das war ein bisschen zu früh. Ich hoffe, dass ich da jetzt herkomme. Onward! Ja. Da streckt mein kleines Eselchen. Ja. Was ich auch gut verstehen kann. Streckst du hier auch oder geht das? Onward! Da haben wir ja noch ein paar sitzen. Hallo da. Ah, du bist 30, das passt. Dann nehme ich dich gleich mit. Kannst nach oben gehen. In die Verwaltung. Jagen, Landwirtschaft, Diplo, Überleben und Produktion. Okay. Ja, ich könnte noch einen Marktstand bauen. Also Marktstand füllen, überleben und bauen. Beziehungsweise Produktion. Ich glaube, wir nehmen noch einen Marktstand. Oder ein Pferch. Aber wir haben noch keine Tiere für die Pferche. Oder ich kann die... Ich mach das mal so. Vielleicht können die Tiere umziehen. Geht doch.
Wunderbar. Dann passt das jetzt. Does talking to myself make me crazy? Jetzt hab ich das Fleisch vergessen. Oh egal, dass ich das gleich im Bronze nehme. Nein, wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich absteigen. So, dann muss ich mal eben rüber. Zu unserem Stall. Ist das der Hengst oder die Stute? So. So, das wäre erledigt. Dann können wir jetzt mal eben nach oben wieder. Schon wieder hell. Wir haben schon wieder die Nacht durchgemacht. Wie wir das so kennen. Zeit ist gleich schon wieder um, aber ich habe ja versprochen, ich mache noch eine vierte Folge heute. Wie gesagt, ich denke nicht, dass es euch stören wird, wenn ihr vier von mir, dann habt ihr noch ein bisschen was von eurem Kaffee oder von eurem Tee oder Kakao oder Cola oder was auch immer ihr gerade trinken möchtet oder Mineralwasser bei dem heißen Wetter. Aber heute geht's ja, letzte Nacht hat es gewittert und ja. Also jedenfalls hier bei uns in der Region, der Gegend. Und da ist es ein bisschen abgekühlt. Aber ich mag das warme Wetter. Ich finde es angenehmer, wie dieser ständige Dauerregen, den wir hatten. Jetzt machen wir Brennholz. Warum kann ich denn da durchgucken? Verstehe ich nicht. Na egal.
bettloser Grund haben. 9 Stück noch. Dann sind wir fertig damit und dann werde ich das Video auch für heute erstmal, beziehungsweise für jetzt erstmal beenden. Um dann nochmal ein neues zu starten für euch. Dann können wir nämlich noch das Tierfutter machen, was wir dringend wieder benötigen. Und noch so Kleinigkeiten. Dann haben wir das fürs erste Mal geschafft. So, das wäre... Ach, deswegen. Hä, wieso stehe ich am Brunnen, wenn ich... Okay, muss ich jetzt nicht verstehen. Komisch. Wir sind doch im Schuppen reingelaufen. Na egal. 120 Brennholz. Das sollte erstmal reichen. So. Den nächsten machen wir natürlich im nächsten Video weiter. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitmachen. Und ja, wäre lieb, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr weitere Folgen sehen möchtet. Von Anfang an, wie das Dorf angefangen ist, bis jetzt könnt ihr alles noch nachschauen. Ich würde mich sehr darüber freuen, auch ein Like oder einen tollen Kommentar von euch zu hören, ob euch das gefällt, was ich mache. Das wäre sehr schön. Aber nun ist Schluss für jetzt und ciao, tschüss, bis dann, eure Timmy.